Solarplexus-Chakra, unser Sonnengeflecht, da wo das Sonnengeflecht sitzt. Also versuchen wir es heute zu aktivieren. Wir werden ein paar Dinge machen. Ich werde euch ein bisschen was vorlesen über dieses Chakra. Und am Ende werden wir noch ein bisschen über das Selbstwertgefühl an sich sprechen. Okay. Dann let's go. Ich
gespannt, wie es dir gefällt vom Geruch her. Das riecht wie wirklich in so einem Laden, wo so ganzes Räucherzeug verkauft. Jetzt werde ich euch ein bisschen was vorlesen, bevor wir weitermachen über das Solarplexus Chakra, damit wir uns alle ein wenig weiterbilden. Okay. Meine Notizen, wo ich Tee drüber geschüttet habe. Das Solarplexus Chakra wird in Verbindung gebracht mit Gedanken und Glaubenssätzen. Verbindung zum Selbstwertgefühl durch Gedanken und Glaubenssätze erschaffen wir uns ja erst alles. Willen, Handeln, Kontrolle, Identität und Intuition. Identität genauso mit Selbstwertgefühl hängt genauso stark zusammen. Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und persönliche Kraft. Es wird blockiert durch Angst, die Kontrolle zu verlieren. Angst vor Kritik und Versagen. Die zugehörige Drüse ist die Bauchspeicheldrüse. Und das Hormon ist natürlich das Insulin. Der dazugehörige Sinn ist das Sehvermögen. Unterstützende Steine sind Bernstein, Zitrin, Tigerauge, Topas und gelber Turmalin. Und ich habe meine Gebetskette mit Tigerauge an. Die begleitet uns heute auch.
richtige Energie für unsere Arbeit. Handschmeichler, ebenfalls dicker Auge. Den gebe ich dir jetzt und den kannst du einfach auf dein Solarplexus legen. Das ist auch nicht schwer. Der wird uns auch bei allem unterstützen, was wir heute machen. Vielleicht hast du mittlerweile schon erkannt, was dein
man es will. Also es ist einfach für alles gut. Riecht man das den ganzen Tag. Und die Kamille habe ich ja auch noch. Die riecht natürlich nicht wie die Kamille auf der, die draußen wächst. Es hat einen ganz anderen Geruch. Ich finde ihn sehr angenehm. Und ich glaube, das unterscheidet sich auch von Öl zu Öl. Riecht sehr blumig, aber eben nicht nach Kamille. Okay. Sehr angenehm, gell? Das kann man auch in als Gesichtsöl zum Beispiel auch reinmachen. Also natürlich nicht nur damit, aber es mischen mit einem anderen Gesichtsöl. Nur ein, zwei Tropfen. Dann entfaltet es seine Wirkung. Asana-Yoga hilft auch sehr gut, besonders also dieses Asana. Asana-Yoga, diese Art von Yoga hilft dem Solarplexus-Chakra. Dann sind hilfreich gelbe Dinge, wie zum Beispiel Dekoartikel in der Wohnung oder Kleidung, die man trägt auch. Das gleicht das Chakra aus. Lebensmittel sind natürlich ja gelbe Lebensmittel auch dabei. Mais. Kichererbsen, Fenchel, Zitronen, Ingwer, Kurkuma, Nelken, Zimt, gelbe Paprika und Tomaten, also gelbe Tomaten, Äpfel, Birnen und Bananen. Und die Musik, die das Chakra unterstützt, ist die mit 396 Hertz. Natürlich hilft auch mit der Meditation, das hilft bei allem. Aber wenn man seinen Fokus darauf legt in der Meditation, ist das auch sehr gut. Man kann auch diese Musik mit 396 Hertz dazu anmachen und sich darauf fokussieren, dass das Chakra eben wieder gesund wird, dass es wieder genug Energie hat, dass es wieder durchlässt, die Energie von unten nach oben, dass alle Chakren wieder zusammen kommunizieren können. Und die unterbewussten Glaubenssätze kann man durch Beobachtung aufdecken. Davon spreche ich auch sehr oft, dass man eben ganz in Ruhe, ohne Panik, sich erstmal anschaut, was man fühlt und denkt. Und das gibt einem so viel Aufschluss über sich selbst, was man noch loswerden kann in sich. Und aber alles immer in Ruhe und ohne Stress und ohne Hetze. Nicht, dass man zum Beispiel jetzt sieht, oh mein Gott, mein Chakra ist jetzt nicht in Ordnung und ich muss jetzt dies und das schnell machen, damit es
alles wieder in Ordnung ist und dann bringt man Stress in die ganze Sache und Stress macht alles natürlich viel schlimmer. Also wir wollen alles in Ruhe klären und ich meine, mit Ruhe bringt man schon allein sehr viel. Weil in der heutigen Zeit merken wir gar nicht, dass unser Normalzustand sogar stressig ist. Wir sind im Stress permanent und merken das nicht. Also wenn wir erst zur Ruhe kommen und uns alles anschauen, merken wir erst den Unterschied vom Alltag, dieser Energie im Alltag, zu der Energie im Ruhezustand in einer Meditation. Und dann entdecken wir, dass es nicht normal ist, wie wir uns meistens im Alltag so bewegen. Aber es ist okay. Ich sage auch nicht, dass es bei jedem so ist. Aber wenn es so ist, dann ist es auch okay. Man hat es entdeckt und das ist schon mal sehr gut. Man kann daran arbeiten, aber sich nicht unter Druck setzen und sich Stress machen, dass man das möglichst schnell jetzt hinkriegen muss oder so. Und der Indiz, dass man jetzt nicht genug Energie in diesem Chakra hat, ist eben, dass man sich nicht wert genug fühlt. Also man ist nicht wertvoll. Man ist nicht gut genug für irgendetwas. Ein Indiz kann auch sein, dass irgendetwas bei dir nicht klappt, weil du dich eben unterbewusst nicht wertvoll genug fühlst, dass du es eben bekommen kannst. Das kann eine Sache sein, warum du diese Dinge nicht bekommst, die du gerne möchtest. Es kann nur, das ist eine Sache von vielen. Es kann natürlich sehr, sehr viele andere Gründe haben. Aber das ist ein Ding und darunter leiden viele Menschen. Und wenn das Chakra überaktiv ist, dann ist man immer busy. Man will immer viel erledigen und so, ich bin busy, ich habe keine Zeit, oh, ich dies und das. Und der wahre Grund kann da drin liegen, dass man sich vielleicht schuldig fühlt, dass man nicht genug macht. Deswegen ist man ständig busy, busy. Und man erkennt gar nicht, dass eigentlich würde es viel mehr bringen, wenn man zur Ruhe kommt und dann ein paar Sachen erledigt und dann sehr viel Freizeit hat. Nicht in diesem Busy-Modus, wo du voller Stress bist und deinen Körper damit kaputt machst und nicht nur deinen Körper. Und du erledigst einfach nicht so viel, wie wenn du ruhig bleibst. Okay, und jetzt wollte ich nochmal explizit über das Selbstwertgefühl sprechen. Und zwar unser Selbstwertgefühl natürlich, das basiert auf unseren Gedanken, die wir über uns denken. Es muss nicht mal bewusst sein. Wir denken ja nicht die ganze Zeit, oh, ich bin es nicht wert und bla bla. Vielleicht hat man so eine Auffassung, dass ich bin so ein Mensch mit einem niedrigen Selbstwertgefühl. Das kann durchaus sein, muss aber nicht. Wenn es so ist, dann bitte hör auf, das zu sagen oder zu denken sogar. Das erfordert alles Übung. Natürlich sagt man das so leicht. Und es erfordert Übung. Weil du auch geübt hast, das immer wieder zu wiederholen und zu denken. Es hat sich bei dir fest eingebrannt, dass du eben so bist. Aber du bist nicht so. Du kannst das ändern. Das ist nicht auf deine Tafel geschrieben. Ich bin so. Nein. Das sagt dir nur diese Stimme im Kopf. Deine Gedanken. Und der musst du überhaupt nicht glauben. Wenn es dir schadet, dann glaub es nicht, was deine Stimme dir da redet, dir sagt. Hör auf, dir das einzureden, hör auf, das anderen zu sagen, dass du nicht wert, dass du kein Selbstwertgefühl hast oder irgendetwas, ja. Damit machst du dich total klein, das kann man sogar physisch beobachten, wie die Leute in sich hineinfallen quasi, ja. Du musst deine Brust aufmachen und ein bisschen nach oben schauen. Natürlich heißt es nicht, dass du eingebildet sein sollst, aber ja. Auf jeden Fall, diese Gedanken und diese Gefühle, die kommen ja von irgendwoher. Das heißt, wir haben irgendetwas erlebt früher, das uns geprägt hat. Das kann natürlich auch in der Kindheit sein und wir können es vielleicht auch
ich, dass du nicht wert bist, das zu bekommen. Aber du hast das so interpretiert und es ist bei dir einfach fest eingebrannt. Und seitdem hat sich das alles natürlich aufgebaut. Und durch diese Gedanken und Emotionen hast du noch mehr in dein Leben gezogen an Ereignissen, die dich genauso haben denken lassen und fühlen lassen. So funktioniert das Gesetz natürlich der Anziehung, ja. Und dann hat es sich bei dir immer fester und fester etabliert, dass du es nicht wert bist, irgendetwas zu bekommen oder irgendetwas zu fühlen oder irgendwas etwas zu sein. Und das allererste ist natürlich, alles loszulassen, alles allen zu verzeihen, die irgendwie involviert waren in diese Situationen von früher. Die können auch 30 Jahre lang zurückliegen. Und die beeinflussen dich immer noch, das, was damals passiert ist. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das alles auflösen, die Energien wieder freilassen. Allen verzeihen, die irgendetwas damit zu tun haben. Das heißt einfach, dass auch du von ihnen frei bist. Manche interpretieren das vielleicht so, nein, die haben das verdient, dass ich die irgendwie jetzt hasse oder so. Da machst du dich nur kaputt damit, dass du diese Emotionen empfindest die ganze Zeit von irgendwelchen Menschen, die du vielleicht seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hast und so. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also alles auflösen, alles loslassen, damit sich das alles, damit diese Energien befreit werden. Und du musst diese Situationen nicht mal mehr kennen oder wissen, was da war. Du kannst einfach diese Intention haben, dass ich möchte alle Situationen jetzt einfach auflösen, die damit zu tun haben, dass mein Solarplexus blockiert ist oder dass mein Selbstwertgefühl so niedrig ist. Ich möchte das alles auflösen. Das ist der erste Schritt einfach, alles loszulassen, was früher war. Weil wir wollen nicht in der Vergangenheit leben, wir wollen in die Zukunft oder in der Gegenwart leben. In der Gegenwart leben und eine wundervolle Zukunft im Auge haben. Und das zweite ist natürlich, diesen Gedanken keinen Glauben zu schenken, die man immer im Kopf hat, dass man eben, ihr müsst da sehr, sehr genau auf euch hören und aufpassen, was ihr denkt und wie ihr reagiert. Und da könnt ihr ganz schnell Muster erkennen, was ihr so macht jeden Tag und warum ihr das so macht. Das erfordert natürlich auch Übung. Das ist, man muss einen Aufwand betreiben, um der ganzen Sache auf die Spur zu kommen, damit man das alles auflösen kann. Und das erfordert, mit dem Kopf muss man natürlich sehr, 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 sehr lange arbeiten, wenn man das alles auflösen will, was man sich so erarbeitet hat im Laufe der Jahre, was bombenfest bei dir sitzt, diese Glaubenssätze, ja. Und man muss sich anfangen, eine andere Realität aufzubauen, nämlich die, in der du wertvoll bist. Du kannst damit anfangen, einfach Dinge aufzuschreiben, die du über dich denkst, die dir so im Laufe des Tages auffallen, die eben negativ sind und du wirst überrascht sein, was du da alles über dich denkst. Es ist einfach furchtbar. Das würdest du keinem anderen Menschen eigentlich sagen. Und das denkst du über dich selber, also ehrlich. Das Gehirn ist einfach gnadenlos. Und dann, du kannst sie aufschreiben, wenn du möchtest, und sie dann komplett umdrehen. Eben, also ganz einfach jetzt, was weiß ich, ich bin nicht wertvoll, ich bin wertvoll und so weiter. Natürlich hast du komplexere Sätze dann im Kopf, die du dann umdrehen kannst. Und das kannst du dir dann jeden Tag durchlesen oder jeden Tag neu aufschreiben. Du musst dich einfach davon überzeugen, dass du wertvoll bist. Und das ist die Wahrheit. Kein einziger Mensch ist nicht wertvoll. Wir alle sind wertvoll. Wir alle haben diese göttliche Energie in uns. Und wieso sollte einer wertvoll sein und der andere nicht? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was im Außen passiert, was man erreicht hat oder wie man aussieht oder wie viel Geld man hat auf dem Bankkonto oder so. Das hat absolut keine Bedeutung. Oder was andere über dich denken oder sagen, absolut null Bedeutung hat das.
dich erschaffen, wie du sein möchtest. Du überlegst dir einfach, wie werde ich in der Zukunft sein, wenn ich mein Selbstwertgefühl wieder gerichtet habe? Wie werde ich mich fühlen? Einfach alles aufschreiben zuerst. Wie werde ich mich fühlen? Wie werde ich mich verhalten? Wie werde ich laufen? Was werde ich tragen an Klamotten? Was werde ich essen? Was werde ich unternehmen? Wie werde ich mit meinen Freunden sprechen? Was werde ich für Freunde haben und so? Werden sie mich auch unterstützen? Wird es eine gegenseitige Unterstützung sein? Alles einfach bildlich sich vorstellen, alles aufschreiben und dann übe, dich in diesen Zustand zu versetzen. Einfach jeden Tag. Zuallererst kannst du dich mal einfach so hinsetzen und wie in einer Art Meditation dich da rein versetzen. Und wenn du das allmählich drauf hast, kannst du das auch im Alltag irgendwie unterbringen. Wenn du irgendwo hingehst, wenn du irgendwo auf die Straßenbahn wartest oder so, dann bist du auf einmal dein zukünftiges Ich. Fühl dich so wie dein zukünftiges Ich und sei dein zukünftiges Ich. Und so gehst du einfach durch den Alltag und manifestierst das immer mehr und wirst immer mehr zu dieser Person, die du werden willst. Das ist eine Advanced-Übung, aber sie ist wirklich sehr wirkungsvoll und es macht einfach Spaß, sie zu machen. Also würde ich dir die sehr gerne ans Herz legen und empfehlen. Okay, und das, glaube ich, war es auch schon, was ich alles erzählen wollte. Das ist ein langes Video geworden. Ich hoffe, dir konnte irgendetwas davon nützlich sein oder wird für dich nützlich werden. Ich möchte, dass alle ihr Selbstwertgefühl wieder richten, dass sich alle wertvoll fühlen. Dann leben wir einfach in einer schöneren Welt, in einer gesünderen Welt. Siehst du, das ist die Glocke für uns. Es wird Wirklichkeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wirklich bis hierhin gekommen seid, dann bin ich sehr, sehr stolz auf euch.